rein? Der Krieger des Lichts ist hier, meine Sultana. Danke, dass du meiner so kurzfristigen Einladung gefolgt bist. Der Schicksalsweg konnte also gehalten werden. Das ist beruhigend. Die Stadt ist hoffentlich unversehrt. Es gab zwar Verluste, aber alles in allem sind wir glimpflich davongekommen. Und das haben wir zu guten Teilen unseren mutigen Verbündeten zu verdanken. Ishgard gehört zu Eorzea wie wir alle. In Zeiten der Not müssen wir zusammenhalten. Wie Fähnlein im Wind. Eigentlich wollte ich hiermit bis zur Ankunft der Sultana warten, aber erfreuliche Worte kennen keine falsche Stunde. Werte Freunde, erlaubt mir, euch im Namen ganz Ishgards zu danken. Ohne eure Hilfe wäre unsere Stadt den Flammen der Drachen zum Opfer gefallen. Unsere erfolgreiche Zusammenarbeit ist es, auf die ich mein Gesuch an den Papst gründen möchte, das Tor des Urteils wieder zu öffnen. Möge Ishgards Isolation ein Ende finden und die Eorzeische Allianz bald wieder vollzählig sein. Jetzt sofort? Verstanden. Ist etwas vorgefallen? Nichts Ernstes. Ich bin gleich zurück. Du hast mich rufen lassen? Du kannst dich jetzt zurückziehen. Wie ihr wünscht, eure Hoheit. Ruft mich, wenn ihr mich brauchen solltet. Sicher fragst du dich nach dem Grund für dieses konspirative Treffen. Nun, ehrlich gesagt wird die Sache schon bald keiner Geheimhaltung mehr bedürfen. Ich habe vor, meine Sultanskrone niederzulegen und die Monarchie in Uldar zu beenden. Wie dir sicher nicht entgangen ist, wird Uldar zurzeit von großen Unruhen geplagt. Die Politik hat versagt und von allen leidet das einfache Volk am meisten. Doch ich werde nicht länger tatenlos dabei zusehen.
Auf der Siegesfeier werde ich das Ende des Sultanats verkünden. Das Volk soll seine eigene politische Vertretung wählen. Dann ist Uldar nicht länger ein Spielball weniger Privilegierter. Der Umbruch aber wird das Land schwer erschüttern. Und ich fürchte, selbst Rauban, so stark und einflussreich er auch sein mag, wird Probleme haben, einen sicheren Stand zu bewahren. Darum möchte ich dich bitten, ihm beizustehen. Einzig ein Held deines Formats ist dieser Aufgabe gewachsen. Würdest du das für mich tun? Deine Güte ist unermesslich, Krieger des Lichts. Ich danke dir von ganzem Herzen. Nun kann ich der Zukunft beruhigter entgegenblicken. Eure Hoheit! Das... Sie ist tot? Sollte sie etwa vergiftet worden sein? Du! Du hast die Sultana ermordet! Niemand sonst war in diesem Raum. Du machst uns nichts vor. Nehmt diesen Mörder fest, Männer. Er hat die Sultana auf dem Gewissen. Fast alle Mitglieder des Bundes der Morgenröte sind nun in Gewahrsam. Auch der Sonnenstein in Geisterzoll steht unter unserer Kontrolle. Was wird hier gespielt? Na was wohl, Kristallkommandant? Wir räumen auf! Für die Freiheit Eoseas! Was hat das zu bedeuten? Tempelritter,
Das verheißt nichts Gutes. Verehrter Großmeister, soeben erreicht uns Nachricht von eurem Herrn, dem Papst höchst selbst. Ich bin untröstlich, euch mitteilen zu müssen, dass die Drachen einen neuerlichen Angriff auf Ishgard gestartet haben. Eure Anwesenheit ist dringend erwünscht. Dieser Trupp wird euch sicher nach Hause geleiten. Ein Überraschungsangriff? Davon hätten wir gehört. Das Ganze riecht nach einem abgekarteten Spiel. Ich verstehe. Großmeister, wir dürfen keine Zeit verlieren. Ich danke euch für die rasche Überbringung dieser Nachricht, mein Freund. Ich hoffe, ich kann mich eines Tages dafür erkenntlich zeigen. Wir brechen auf, Lucia. Was ist denn da los? Ihr wollt mit mir tanzen? Nichts für ungut, Jungs. Aber da stehen noch ein paar Damen vor euch auf meiner Liste. Tancred vom Bund der Morgenröte. Wir haben Grund zu der Annahme, dass du den Galeanen geheime Informationen zugespielt hast. Wer behauptet das? Ah, wenn ihr auf diesen bedauerlichen Zwischenfall mit der Ultima-Waffe anspielt, dann müsst ihr wissen, dass ich da nicht ganz ich selbst war. Keine Ausflüchte. Einer unserer galeischen Gefangenen hat alles ausgeplaudert. Auch über deine dunklen Kräfte. Du kommst besser mit uns. Also gut, wenn ihr unbedingt wollt. Die Lust an dieser Farce von einem Fest habt ihr mir sowieso gründlich verdorben. Da folge ich trotz vollem Terminkalender eurer Einladung und nun das. Heißt man so etwa einen Gast willkommen? Was maßst du dir an, Teleji? Bewaffnete Männer von einem Fest der Sultana? Und dann schickst du auch noch eigenmächtig ihre Ehrengäste nach Hause? Bist du vollkommen übergeschnappt? Behandelst die Messingklingen wie deine Privatarmee und brüskierst öffentlich die Sultana? Das Maß ist voll, du Schlange! Verschwinde hier! Auf der Stelle! Ist das ein Befehl, General? Solltest du mich etwa mit einem deiner Legionshündchen verwechseln? Du wirst noch sehen, dass ich nicht so leicht nach deiner Pfeife tanze. Und was deinen unhaltbaren Vorwurf der Untreue betrifft, ich war es ja wohl nicht, der hier fröhlich gefeiert hat, während die Sultana gemeuchelt wurde. Ist das deine Auffassung vom Schutz unserer Nation, Rauban? Das und die Zerstreuung unserer Truppen in alle Winde durch deine sinnlosen Interventionen in Cartenau und Kertas? Langsam verstehe ich, wie die Legion von Sympathisanten der Galeas unterwandert werden konnte. Du bist als Anführer unserer Truppen absolut unfähig. Warte. Was redest du da für einen Unsinn? Die Sultana gemeuchelt? Sag nicht, du weißt noch nichts davon. Wir haben den gefeierten Helden des Bundes auf frischer Tat in den Gemächern ihrer Hoheit ertappt.
Diese Vorwürfe sind ungeheuerlich. Ich gebe dir gerne Gelegenheit, das zu beweisen. Vor Gericht. Denn der Bund der Morgenröte ist der Verschwörung angeklagt. Ausnahmslos. Bringt den Gefangenen herein. Dieser Mann hat vor wenigen Augenblicken die Sultana vergiftet. Der Bund der Morgenröte steht unter dem Verdacht der Mittäterschaft. Niemand rührt sich von der Stelle. Ungeheuerlich. Nun sieh dich an, wie tief du gesunken bist. In einer Fiole, die dieser Abenteurer bei sich trug, konnten Rückstände desselben Gifts nachgewiesen werden, mit dem auch die Sultana ermordet wurde. Na, so ein Zufall aber auch. Du sprichst von Zufällen? Wer überredete denn die Sultana zur Ausrichtung dieses Fests? Eine willkommene Ablenkung für euer Verbrechen und genug Trubel, um nach der Tat ungesehen zu verschwinden. Wenn das mal kein Zufall ist. Wie kannst du es wagen, nach allem, was wir für Ulda getan haben? Schweig still, Hexe! Mich bezauberst du nicht! Ich weiß alles über die dunklen Kräfte, mit denen du und deine Handlanger euer Unwesen treibt. Oh ja, mir ist nicht entgangen, wie ihr euch die Anführer der Stadtstaaten mit euren billigen Tricks gefügig gemacht habt. Und erst euer herzliches Verhältnis zu Großmeister Emmerich. Höchst verdächtig. Jahrelang hat Ishgard sich von der Außenwelt abgeschottet und auf einmal ist der oberste Tempelritter euer bester Freund? Ich sage euch, wie ich das sehe. Die Verteidigung Ishgards war nichts als ein Versuch, unsere Kräfte zu spalten. Als nächstes werdet ihr vermutlich eure kördischen Verbündeten dazu überreden, in unsere Länder einzufallen. Das ist ja wohl der Gipfel der Unverschämtheit. Wer denkt sich denn so einen Unfug aus? Die Sultana. Tot. Das kann ich nicht glauben. Aus dem Weg, Ilbert. Ich muss mich selbst davon überzeugen. Erspare dir den traurigen Anblick, mein Freund. Ich habe es mit eigenen Augen gesehen. Wenigstens war ihr Tod kein qualvoller. Ihre Dienerin kann es bezeugen. Das darf doch nicht. Nanamo. Es ist nicht mehr von der Hand zu weisen. Die Royalisten sind unfähig, unser Land noch länger zu führen. Die Republikaner werden ihrer Verantwortung nachkommen und mit sofortiger Wirkung sämtliche Regierungsgeschäfte Uldas übernehmen. Solltest du uns dabei jedoch helfen wollen, Rauban, dann überlassen wir dir gerne die Planung des Begräbnisses ihrer Hoheit. Es scheint mir nur recht, dass du deine geliebte Sultana selbst zu Grabe trägst. Wir wären dir sogar dankbar, wenn du dieses Ärgernis endlich für uns aus der Welt schaffen würdest. Da
Das glaube ich sofort. Du am meisten von allen. Was möchtest du damit sagen, Rauban? Dass du sie auf dem Gewissen hast, du niederträchtiger Bastard! Welch ein Affront! Obwohl ich natürlich mehr als genug Gründe dafür gehabt hätte. So viel Ärger, wie mir die junge Dame bereitet hat. Sie war stets eine recht widerspenstige Marionette. Sicher hat sie sich gefreut, dass der gütige Tal sich ihrer endlich erbarmt und die Schnüre gekappt hat. Du hast sie das letzte Mal beleidigt! Hast du den Verstand verloren, Rauban? Wie kannst du es wagen, im Sultanspalast deine Waffe zu ziehen und ein Mitglied des Scorpio-Kreises zu töten? Steckst du etwa unter einer Decke mit diesem verräterischen Pack? Du! Du bist der Nächste, Lolorito! General Rauban! Bei den sieben Höllen! Admiral, wir müssen gehen. Verflucht! Was ist los mit dir, alter Freund? Früher hättest du mir einen härteren Kampf geliefert. Nehmt die Mitglieder des Bundes fest! Sie sind des Mordes und versuchten Staatsstreichs angeklagt! Und dieser Landesverräter wandert ebenfalls ins Verlies! Elender Verräter! Ich hoffe, du erstickst an ihrem Blutgeld! Besser als an dem Dreck, den ich bislang fressen musste. Nicht jeder kann seine Heimat im Stich lassen und dafür ein gefeierter Held werden. Du hast dich verändert, Rauban. Bist weich geworden, seit dieses Mädchen dich an die Leine gelegt hat. Sie hat den wilden Bullen gezähmt und ihm die Hörner gestutzt. Und ein Bulle, der nicht kämpfen kann, taugt nur noch für die Schlachtbank. Rauban, ein kleines Geheimnis unter uns Freunden. Ich habe die Sultana umgebracht. Oh, dafür stirbst du! Thank you.
weiß, dass ihr nichts mit dieser Sache zu tun habt. Das ist alles ein Komplott. Da steckt noch viel mehr dahinter. Flieht! Flieht von hier und beweist eure Unschuld! Deckt die Wahrheit auf! Nur ihr seid dazu in der Lage! Und jetzt lauft! Da seid ihr ja. Tancred, wo hast du nur gesteckt? Tut mir leid, aber ich musste mich meiner vielen Verehrer erwehren. Als mir der wahre Zweck dieser Feier klar wurde, habe ich mich aus dem Staub gemacht und einige Nachforschungen angestellt. Die Messingklingen haben bereits alle wichtigen Regierungsstellen in ihre Gewalt gebracht. Jetzt rächt sich, dass Rauban ihre Befugnisse ausgeweitet hat, als wir Ishgard zu Hilfe eilten. Diese Verschwörung konnte nur gelingen, weil die Messingklingen an den richtigen Stellen saßen. Wie es scheint, wurde der Putsch von langer Hand vorbereitet. Die sorgfältige Planung, die Besetzung von Schlüsselstellen. Ich glaube auch, dass hier mehr am Werk ist, als das Auge sieht. Dann dürfen wir also endlich mal so viele Messingklingen umhauen, wie wir wollen? Dein Enthusiasmus in Ehren. Aber solange du nicht alle ausschaltest, wird uns das wenig nützen, fürchte ich. Das Attentat auf die Sultana war nur ein Teil des Plans. Auch wir stehen auf der Abschussliste. Und dank der Anschuldigungen, mit denen man uns belastet hat, wird uns wohl kaum jemand Unterschlupf gewähren. Wohl wahr. Der Sonnenstein wird vermutlich auch überwacht. Solange wir nicht aus Uldar entkommen, spielt das überhaupt keine Rolle. Wir brauchen so schnell es geht einen Fluchtweg. Und glücklicherweise kenne ich vielleicht einen. Papa Shan hat mir mal erzählt, dass die Mauern des Palastes von Geheimgängen durchzogen sind. Wenn ich mich recht entsinne, dann befindet sich ein Eingang dazu hinter dem Kamin in Nanamus Gemächern. So kommen wir aus der Stadt, ohne in blutige Gefechte verwickelt zu werden. Geht voran. Die knöpfe ich mir vor. Alleine? Dann bleibt mir wohl nichts anderes übrig. Einer muss ja auf dich aufpassen. Kristallstreiter auch, hm? Ich wollte immer schon wissen, was unsere neuen Freunde so drauf haben. Ida! Papalimo! Wir halten sie auf! Macht, dass ihr hier wegkommt! Sucht diese Tunnel! Minfilia, schnell!
Hey, was fällt dir ein? Alles in Ordnung, Ida? Das sind ganz schön viele. Ach was, das schaffen wir doch spielend. Oder machst du etwa schon schlapp? Ich fürchte, lange halte ich das nicht mehr durch. Was ist bloß in euch gefahren? Wir sind der Bund der Morgenröte. Die einzige Bastion zwischen dieser Welt und dem Bösen. Ganz recht. Und wenn ihr glaubt, wir würden unsere geliebte Heimat euren habgierigen Herren überlassen, habt ihr euch gehörig geschnitten. Tut mir leid, dass ich dich mit reingezogen habe. Als wäre es das erste Mal. Jedenfalls ist es sicher nicht das letzte. Was eine Harke ist, Ida! Mit Vergnügen. Meine Fäuste können es kaum erwarten. Wer hätte gedacht, dass sich unterhalb Uldars solche Kanäle erstrecken? Das Gemäuer sieht alt aus. Sildische Ruinen, würde ich sagen. Man hat sie anscheinend als Fluchtweg für Notfälle instand gehalten. Da vorne sind sie! Unsere Verfolger sind schnell. Zu schnell. Sie müssen ebenfalls von diesen Tunneln gewusst haben. Geht weiter. Um die werden wir uns kümmern. Ystola! Tancred! Was habt ihr vor? Dafür zu sorgen, dass die Morgenröte auch in Zukunft die Dunkelheit vertreibt. Keine Angst. Du wirst nicht allzu lange ohne uns ausharren müssen. Ich... Jetzt geht schon. Wie lautet der Plan, meine Liebe? Die rechte Flanke für mich, die linke für dich? Wir hatten schon mal bessere Karten, was? Ihre Zahl wird Ihnen nichts nutzen, wenn ich erst die Mauern über Ihnen einstürzen lasse. Obwohl ich mir Schöneres vorstellen kann, als hier auf alle Ewigkeiten mit dir verschüttet zu werden. Wenn du wüsstest, wie viele Frauen dich darum beneiden würden. Also dann, darf ich bitten? Thank you.
Dauert das noch lange? Ich habe keine Lust, hier als Nadelkissen zu enden. Dann bringen wir es zu Ende. Vergib mir, Yimitra. Heidelin, sie spricht zu mir. Bei den 12. Ich habe hier noch etwas zu erledigen. Doch du musst weitergehen. So hör doch auf mich. Du bist unsere einzige Hoffnung. Die Hoffnung des Bundes. Ja, ganz Eorzeas. Dein Licht ist noch nicht erloschen. Und solange es brennt, wird auch die Morgenröte den Himmel erhellen. Du musst weiterleben, Krieger des Lichts. Um Eorzea vor denen zu schützen, die es in Dunkelheit stürzen wollen. Es ist der einzige Weg. Das Licht der Hoffnung muss weiterbrennen. Wir haben es nicht entfacht, damit es in dieser dunklen Stunde erlischt. Du bist entkommen. Was ist mit den anderen? Verflucht sei er. Telegi Adelegi hat mich ins Messer laufen lassen und sogar die Kristallstreiter gegen mich ausgespielt. Zum Reden ist später Zeit. Jetzt sollten wir erstmal zusehen, dass wir einige Malme Land gewinnen. Held Eorzeas, hast du die Kutsche bestellt? Ich hoffe nicht, dass die Fahrt so spannend wird wie unsere letzte. Obwohl es zumindest vom Äther ablenken würde, was? Los jetzt! Ihr braucht vielleicht eine Extra-Einladung, aber die da bestimmt nicht.
ich war gerade in der Bucht des Abendsterns, um neue Waren einzukaufen, als mich das Fräulein Levier ansprach. Meinte, ihr Bruder hätte in Uldar Schwierigkeiten und ich sollte doch mal sehen, ob ich ihn da nicht rausholen kann. Also habe ich mich auf die Kutsche geschwungen, bin hergefahren und ihr seid mir direkt in die Arme gelaufen, wenn das mal kein Schicksal ist. Sah aus, als hätte es jemand ziemlich eilig, euch zu treffen. Ein Glück, dass ich schneller war, was? Wirklich nette Überraschung, dich auch hier zu treffen. Hätte ich echt nicht mit gerechnet. Anstatt meine Schwester zu beschützen, lasse ich mich von ihr retten. Wie beschämt. Mit wem habe ich hier eigentlich die Ehre, junger Freund? Pippin Taropin, Oberst der Legion der Unsterblichen. Ich war lange Zeit an der Migischen Front stationiert, bis man mich vor kurzem nach Uldar zurückbeorderte. Gerade hatte ich meinen Fuß in die Stadt gesetzt, als man auf den Straßen von Mord und Umsturz schrie. Ich versuchte sofort Näheres zu erfahren und stieß auf Alfino. Natürlich habe ich nicht eine Sekunde an seine Schuld geglaubt. Der Putsch trägt eindeutig die Handschrift der Republikaner. Ich hatte ja gehört, dass sie in letzter Zeit immer dreister werden. Aber dass es so weit kommen würde... Sagtest du, Pippin, so wie der Sohn des Phönix-Generals? Ich bin sein Adoptivsohn. Erst als wir Uldar verließen, hörte ich, wie man meinem Vater mitgespielt hat. Ich werde zurückkehren, sobald ich euch in Sicherheit weiß. Ich muss Vater aus den Fängen dieser Unholde befreien. Dann brauchst du nicht weit zu reisen. Ich bringe euch jetzt nämlich zum Kohlenstaubbahnhof. Da wartet schon jemand auf euch. Meine Kameraden habe ich im Stich gelassen. Und selbst mich konnte ich aus eigener Kraft nicht retten. Ich habe auf ganzer Linie versagt.
Gerade hat mich eine Nachricht aus dem Haupthaus erreicht. Es ist schrecklich. Ishgard wurde abermals angegriffen und einige Vivern konnten in die Stadt eindringen. Den Tempelrittern gelang es zwar, die Bestien zu vertreiben, aber die ganze Stadt ist jetzt in erhöhter Alarmbereitschaft. Jeder, der kämpfen kann, ist auf seinem Posten. Niemals zuvor war es den Drachen gelungen, ihre schändlichen Klauen auf den Boden unserer Hauptstadt zu setzen. Der Verlust der magischen Barriere am Tor des Urteils wiegt unendlich schwer. Doch wir dürfen unser Unglück nicht beweinen. Großmeister Emmerik ist zurück und wird die Verteidigungslinien neu ordnen. Was euer Gesuch um Asyl betrifft, so fürchte ich, werdet ihr wohl warten müssen, bis sich die Lage in Ishgard wieder beruhigt hat. Doch verzagt bitte nicht. Ihr seid nicht ohne Freunde. Mein Haus heißt euch willkommen, solange ihr wollt. In Camp Drachenkopf könntet ihr ein Übergangsquartier einrichten. Vom Sonnenstein in den Sonnenschnee. Wie hört sich das an? Niemand wird es wagen, diese Mauern ohne Erlaubnis der Familie Fontaine zu durchsuchen. Ausnahmsweise wird euch Ishgards Ruf als abweisende Nation einmal zum Vorteil gereichen. Lolorito höchst selbst könnte anklopfen. Ich werde jeden Kundschafter vor die Tür setzen, bis wir eure Unschuld bewiesen haben. Einst kämpftest du dafür, die Unschuld meines Freundes zu beweisen. Es ist mir eine große Freude, dir diese gute Tat nun vergelten zu können. Doch hör mich einer an, ich plappere ja schon wieder wie ein Wasserfall. Deine Freunde erwarten dich in der Audienzhalle. Wir sollten sie nicht länger warten lassen. Die Kälte ist heute besonders beißend. Vielleicht kannst du sie mit dem Feuer deines gütigen Herzens ein wenig vertreiben.
Das ist alles meine Schuld. Ich habe geglaubt, nur ich wüsste, was gut für Eorzea ist. Und was hat es uns gebracht? Ich erteilte Befehle, beeinflusste mit meiner Überzeugung sogar Regierungen. In den Kristallstreitern und selbst im Bund sah ich primär Instrumente, um meine Rettungspläne für Eorzea zu verwirklichen. Ich war hochmütig, ungeduldig und eingenommen von einem fehlgeleiteten Pflichtgefühl. Dabei verlor ich die Realität völlig aus den Augen. Dachte ich wirklich, mit meinen Idealen könnte ich Eorzea retten? Dachte ich, dass sie ausreichen würden, um all die Gefahren und Probleme aus dem Weg zu räumen? Die Galea und die Ashians zu besiegen und ein neues Zuhause für jeden Flüchtling zu finden? Ich hielt mich für unglaublich klug. Werdet Streiter für Eorzea, forderte ich und lehnte mich zurück, um dabei zuzusehen, wie meine perfekte Armee das Land vom Chaos befreite. Sie alle waren ein Werkzeug, mit dem ich meine Eitelkeiten zu stillen versuchte. Erst jetzt, wo es zu spät ist, wird mir das klar. Ach, Alfinu. So denn, werter Alfinu, seid ihr wirklich gewillt, als gebrochene Klinge zu enden? Gibt es keine Flamme, die euch von Neuem zu schmieden vermag? Oh doch, sage ich. Denn treue Freunde stehen an eurer Seite. Und ich wage zu behaupten, dass ihre feurige Entschlossenheit euch schon bald wieder die Luft mit eurem scharfen Verstand schneiden lassen wird. Ihre Freundschaft verdiene ich nicht. Und außerdem, wo sollen wir hin? Ach, Alfinu, also ich... Das Schicksal hat es nicht gut mit uns gemeint, aber immerhin leben wir noch. Ob hier oder in Ishgard, wir finden schon eine Bleibe. Solange dein Licht brennt, wird auch die Morgenröte den Himmel erhellen. Ob im Schnee oder in den Wolken, wir werden schon dafür sorgen, dass ihr Licht sich wieder über Eorzea legt. Ganz bestimmt. Du hast recht, Ataru. Ich danke dir. Und auch euch gilt mein Dank, Archifon. Es stimmt. Noch immer gibt es solche, die für Eorzea streiten. Der Bund hat viel erreicht. Und es wäre vermessen von mir, dies alles in einem Anflug von Selbstmitleid aufzugeben. So lasst uns unsere Reise denn fortsetzen. Seite an Seite. Schritt für Schritt.
shining is the land's light of justice. Ever flows the land's well of purpose. Walk free, walk free, walk free. So believe. Shame.
Ich habe eure Befehle ausgeführt, Herr. Dort läge dein Heil. Begrabe die Hoffnung. Nichts wirst du finden als Täuschung, Verzweiflung und Tod.